Ich hab keinen Kopf. Hi. Hallo. Marshmallow. Hi. Wir machen die Chubby Buddy Challenge. Und zwar zum zweiten Mal. Denn die Paula hatte sich das ganz doll gewünscht, weil sie ja bei der letzten nicht dabei sein konnte. Ja, und ich dachte mir auch mit Gummibärchen, das ist ein bisschen langweilig, deswegen haben wir echte Marshmallows! Ganz genau. Jeder, der dieses Video jetzt nicht ein zweites Mal sozusagen sehen möchte, schaltet bitte weg, ohne einen Daumen runter zu geben. Dude. Vielen Dank. So. Nein, so. Wir machen die Challenge jetzt nochmal. Die kennt ja jeder weiß, wie es geht. Und von daher würde ich sagen, fangen wir einfach gleich direkt an. Yay! Und Action! So. Ich muss jetzt nicht extra nochmal dran machen. Ich will mich dann schon mal. Diesmal übrigens ohne Vorteil für mich, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Ja, genau, weil ich habe gemerkt, deine Wangen sind doch nicht so schwabbelig. Oder? Ja, okay, ich fange an. So, das können wir ja erst rausschneiden, ne? So, das schneiden wir. Also, ich beginne jetzt mit der ersten Runde. Ich lache. Chubby Bunny. Felix. Meta! Das kennen wir doch irgendwoher, oder? Chubby Bunny. Ich habe jetzt übrigens eine Taktik bei diesem Spiel. Schön. Chubby Bunny. Ich wundere, unser Hund versucht das anzustauben. Chubby Bunny. Ja? Ja? No. Kabi. Das sieht so aus wie behindert. Chubby Bunny. Ich hab so Zahnschmerzen. Kauverbote. Chubby Bunny. Sieht ja schon richtig gut aus. Bocke platzt bestimmt gleich. Chubby Bunny. Das ist nicht mein. Chubby Bunny. So, jetzt geht's richtig los. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Was ist denn da? Chubby Bunny. Chubby Bunny. In meinen Mund passt am meisten rein. So, für Fresse. Chubby Bunny. Fisch gibt als erstes auf. Chubby Bunny. Das sind voll die ekligen Geräusche. Chubby Bunny. Wir sehen alle aus wie Hamster. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Du Hamster. Chubby Bunny. Ich kann immer noch normal reden. Chubby Bunny. Felix gibt auf. Ich bin dran. Chubby Bunny.
Halbe Stange. Mir ist da rausgeklebt. Okay. Gut. Ja. So, das heißt, die Challenge ist gelaufen. Die zwei Verlierer erhalten jetzt sofort gleich eine Bestrafung. Bis gleich. Yay! Tschüss. So, Felix bekommt jetzt seine Bestrafung. Und zwar kriegt er einen guten Esslöffel von dieser Pflanzencreme in seinen Mund gesteckt. Und ja, das werde ich natürlich machen, weil man das selber macht, ist ja langweilig. So. Ein Löffel, ja. Hallo, ein Löffel! Was ist ein Löffel? Ja, ein großer Löffel, nein, mal nicht ein gehäufter Löffel. So, Felix, hier hast du ist nicht gehäuft. Das ist nicht gehäuft. Hallo, das ist nicht gehäuft. Das ist nicht ein gehäufter Löffel. Ist das gehäuft, Micha? Ja. Nein. Aber du kannst du hast den Eimer, du kannst da reinkratzen. So. Ja! Falls, hier nochmal die Überreste von der Challenge an sich. So, ich glaube, das sagt mehr als. So, jetzt kommt das Flugzeug. Ach komm, Kleiner. Nein, du sollst mal bitte den Mund aufmachen. Komm, das geht nicht. Das Flugzeug muss in den Hafen. Hey. Du hast ja gar nicht mal gekostet. Doch, ich glaube, das ist schon eklig genug, wenn man das im Mund hat. Also, Michas Bestrafung wird es sein. Also, ich guck noch mal, wie viel ich in seinen Mund mache, aber er muss jetzt wie ein kleines Vogelbaby so seinen Mund aufmachen. Und dann spritze ich ihm da so schön viel rein. Also, jetzt leg mal bitte deinen Kopf nach hinten. Wird aber nicht die ganze Packung. Das überlege ich mal. Und jetzt den Mund auf. So. Reicht schon. Hast du es jetzt runtergeschluckt? Ja. Tut das nicht weh am Hals?